In der letzten Folge ging es hinauf zu den Torres auf meiner 7-tägigen Wanderung im Torres del Paine Nationalpark in Chile. In dieser Folge starte ich in den letzten Abschnitt und mache mich auf den Weg zum John Gardiner Pass, von welchem man das südpatagonische Eisfeld bewundern kann. Hola gringo, bienvenido a las Torres del Paine. Tag Nummer 5. Ich bin wieder einmal sehr früh aufgestanden, da heute der längste Abschnitt vor mir liegt, mit insgesamt rund 30 Kilometern. Im ersten Teil der Strecke ging es entlang des Flusses und Sees Paine zum wahrscheinlich schönsten Camp des Parks, Refugio Dixon. Nach fast 10 Stunden Wanderung durch Graslandschaften, Wälder, entlang Flüssen und Wasserfällen sowie Pausen mit atemberaubender Aussicht erreichte ich am Abend erschöpft das Camp Los Perros. Tag 6. Die Nacht war relativ kühl und nass, aber ich bin hochmotiviert, denn das Highlight steht bevor, der John Gardiner Pass. Mir wurde gesagt, dass viele dort oben in Tränen ausbrechen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der Grund dafür die Aussicht ist oder die Tatsache, dass man das letzte Stück Schokolade im Rucksack gefunden hat. Aufgrund der oftmals sehr unbeständigen Wetterverhältnisse und der steilen Anstiege gilt dieser als der schwierigste Streckenabschnitt im gesamten Park, aber auch als der mit den schönsten Ausblicken. Der Anstieg zum höchsten Punkt dauerte rund 4 Stunden. Oben angekommen feierte ich diesen Erfolg mit einer Gruppe Chilenen und einem Fläschchen Pisco. Die Aussicht war schlichtweg umwerfend. Das südpatagonische Eisfeld gilt als die weltweit zweitgrößte Eisfläche außerhalb der Pole. So, anstatt nun hier im Camp mein Zelt aufzuschlagen, habe ich lediglich Mittag gemacht und setze nun meinen Weg zum Refugio Gray fort. Denn ich habe noch reichlich Zeit und ich bin immer noch gut in Form. In den darauffolgenden 3 Stunden ging es mit tollen Aussichten entlang des Grey Gletschers. Die Strecke hielt zudem das ein oder andere Abenteuer bereit, bevor ich am Abend Refugio Grey erreichte. Guten Morgen, Tag 7 und damit überraschenderweise der letzte Tag. Von Refugio Grey geht es nun auf die letzten rund 10 Kilometer in Richtung Refugio Paine Grande, von welchem ich dann das Boot nehmen werde und zurück nach Puerto Natales reise. Nach ereignisreichen 7 Tagen Wanderung und mehr als 150 Kilometern habe ich das Coup beendet und bin am Ziel in Paine Grande angekommen. Von hier ging es aufs Boot und Richtung Puerto Natales. In der nächsten Südamerika-Folge zeige ich euch den eindrucksvollen Perito Moreno Gletscher nahe El Calafate im argentinischen Teil Patagoniens. Folgt mir auch auf den anderen Kanälen. Hasta pronto! Wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut euch auch die anderen Teile an und abonniert diesen Kanal auf YouTube. Auf der Webseite findet ihr zudem den komplett kostenlosen Wanderführer für Torres del Paine.